Hallo zusammen. In diesem Video geht es um das nächste Lösungsverfahren bei linearen Gleichungssystemen, um das Einsetzungsverfahren. Dieses lineare Gleichungssystem sollte euch noch bekannt vorkommen. Wir hatten daran gezeigt, dass es auch Situationen gibt, wie eben dieses lineare Gleichungssystem, wo die zeichnerische Lösung nicht mehr reicht. Jetzt möchte ich mit diesem linearen Gleichungssystem zeigen, wie das Einsetzungsverfahren funktioniert. Wir schauen uns dazu dieses lineare Gleichungssystem an. Da fällt euch hoffentlich auch auf, dass das diesmal etwas anders aussieht als beim Gleichsetzungsverfahren. Hier ist es so, dass die erste Gleichung nicht sauber als y ist gleich dasteht, die zweite Gleichung aber schon. Und genau das machen wir uns zunutze. Wir schauen uns an, dass hier ja bereits y ist gleich steht. Das heißt also, wir wissen, y ist minus x plus 3. Und hier oben steht ein y. Und deswegen heißt das Einsetzungsverfahren auch Einsetzungsverfahren, weil man jetzt im nächsten Schritt bereits einsetzt, was y eben ist. Dazu macht man das diesmal kenntlich mit 2 in 1. So, und jetzt wechsle ich wieder die Stiftfarbe, damit wir wieder ganz normal in Schwarz schreiben. Also 2 in 1 wird eingesetzt. Das heißt, ich setze minus x plus 3 für y in die erste Gleichung ein. Also minus x plus 3. Die restliche Gleichung wird abgeschrieben. Und ich erhalte jetzt hiermit wieder eine Gleichung mit einer Unbekannten und diese kann ich wieder auflösen. Dazu fassen wir die Variablen hier, die fassen wir zusammen. Das heißt, es gibt insgesamt minus 1,5x. Die beiden Dreier können wir zusammenfassen, das macht plus 6 ist gleich 2. Und jetzt kommt die Äquivalenzumformung minus 6. Und zum Schluss müssen wir noch durch minus 1,5 teilen. Damit ergibt sich für x 2 Ganze und 2 Drittel. So, und jetzt verfahren wir genauso wie vorher bei dem anderen Verfahren auch. Wenn ich eine Variable raus habe und die mit einer Zahl belegt habe, dann suche ich mir eine Gleichung, in die ich die dann einsetze. Hier bietet sich an, die Gleichung 2 zu verwenden. Denn in der Gleichung 2 steht ja bereits da, y ist gleich. Das heißt, wenn ich an dieser Stelle jetzt meinen x-Wert einsetze, kann ich das direkt ausrechnen. Ihr kommt auch mit dieser Gleichung zum Ergebnis, ganz klar, aber ihr müsst halt dann nochmal ein paar Schritte umformen. Also, das heißt, ich setze jetzt ein in die Gleichung 2, y ist gleich minus 2 Ganze, 2 Drittel plus 3. Das ergibt dann 1 Drittel. Und somit habe ich meine Lösungsmenge gefunden. 2 Ganze, 2 Drittel und 1 Drittel als y-Wert. So, und jetzt an der Stelle ist es so, ich verweise nochmal auf die Probe, die man hier an der Stelle machen kann. Dazu würdet ihr jetzt wieder die Lösungsmenge hier verwenden und den x-Wert hier oben in die Originalgleichung einsetzen, genauso wie den y-Wert auch oben in die Originalgleichung. Überprüfen, ob da auf linker und rechter Seite das gleiche rauskommt. Genau das gleiche macht ihr mit der zweiten Gleichung. Schauen, ob links und rechts das gleiche rauskommt. Wenn beides mal wahre Aussagen rauskommen, dann stimmt die Lösungsmenge und ihr habt eure Lösung gefunden. So, das war jetzt wirklich nur ein Beispiel. Einmal kurz erklärt, wie das Einsetzungsverfahren funktioniert.